Moin, wir sind heute hier an der Mensa vom Studierendenwerk an der Uni Bremen und wollen heute mal gucken, welchen Weg das Essen von der Lieferung bis zu uns auf den Teller macht und treffen uns darum gleich mit dem Küchenchef der Mensa. Und ich bin schon ganz gespannt, was wir hier heute sehen und erfahren können. Ich treffe Herrn Osterloh, den Betriebsleiter der Mensa, im Erdgeschoss unter dem Boulevard. Hier findet jeden Morgen ab 6.30 Uhr die Annahme der frischen Waren statt, welche anschließend auf einer großen Bodenwaage gewogen werden. Der Weg führt uns weiter in die Katakomben der Mensa, in einen der großen Lagerräume. Hier wird unterhalb des täglichen Betriebs von Nudeln über Gewürze bis hin zu Schokolade alles gelagert, was keine Kühlung benötigt. Die Tiefkühlware finden wir ein paar Meter weiter. Frisch hier drin auf jeden Fall. Ja, genau, das ist 23 Grad minus. Das ist jetzt ein Beispiel vom Tiefkühlraum. Das ist unser größter Tiefkühlraum, noch eine kleinere Zelle. Und hier sieht man dann Zwiebeln, Gemüsesorten, Halbfertigprodukte, Obst, alles was man nur tiefkühlen hat. Wenn das dann richtig brummt im Semester, im Oktober, November, dann ist es also auch bis oben hin gefüllt. Ja, das glaube ich. Ich dachte, wir haben viel Platz in der WG für Tiefkühlkram, aber das ist auch wieder. Das ist so, ja, man kann sagen, so der Tagesbedarf. Okay. Im normalen Geschäft. Eine Tagesration, das heißt du. Auf dem Weg zu unserer nächsten Station gibt es eine kleine Reise in die Vergangenheit der Mensa. Früher gab es hier eine richtige Schlachterei, Fleischerei, also nicht, die wurde nicht geschlachtet, aber das Fleisch wurde dann hier angeliefert, halbe Schweinehälften. Wo früher die Schweinehälften von der Decke hingen, wird heute hauptsächlich vegetarisches Essen wie zum Beispiel Falafeln zubereitet. So ändert sich das und die Fleischvorbereitung ist dann jetzt eher so die vegetarische Vorbereitung geworden. Nebenan werden die Zutaten für die Salattheke vorbereitet. Aufgrund der hohen Nachfrage wird der Großteil des Gemüses mittlerweile bereits fertig geschnitten angeliefert. Das ist einfach von der Manpower, von der Personalkosten her einfach wieder. Trotzdem wird versucht, so viel wie möglich erst vor Ort zu machen. Angerichtet wird der Salat zum Beispiel jeden Tag hier. Wir haben am Anfang der Mensa hier noch, oder der Eröffnung der Mensa noch Schneidmaschinen gehabt, selber zu schneiden, aber das rechnet sich einfach nicht. Da können die großen Hersteller das besser machen, günstiger machen. Mit dem Fahrstuhl geht es ein Stockwerk höher in die heiligen Hallen der Mensa, die Küche. Hier dampft es aus riesigen Töpfen und Pfannen. Ein geschäftiger Lärm schlägt einem entgegen und der Geruch der verschiedenen Gerichte liegt in der Luft. Auch hier wird viel Wert darauf gelegt, das Essen so frisch wie möglich zuzubereiten. Heute gibt es bei Essen 1 ein Reisgericht. Erst im letzten Schritt, bevor es zur Ausgabe geht, wird die Soße mit dem Reis vermengt, um ein zu starkes Quellen zu vermeiden. Ein paar Tische weiter werden Schnitzel vorbereitet, natürlich selbst portioniert und paniert, um anschließend in einen der modernen und vielseitig einsetzbaren Öfen geschoben zu werden. Hier kann man nicht nur Aufläufe und Gyros warm halten, im Winter sorgen diese Öfen auch für die perfekte Zubereitung der Ente beim Weihnachtsessen. Mittlerweile ist es kurz nach 11 und es herrscht ein reges Treiben in der Küche. Nicht mehr lange, dann kommen die ersten hungrigen Studierenden in die Mensa und bis dahin muss alles vorbereitet sein. Um die Menge an Gästen zu bewerkstelligen, findet man an jeder Ecke der Küche interessante Gerätschaften, welche die Zubereitung beschleunigen. Etwas abseits des Trubels findet sich der Personalplan. Hier werden alle Mitarbeiter auf die verschiedenen Stationen aufgeteilt. Als Mitarbeiter der Mensa muss man flexibel sein, damit man kurzfristige Ausfälle ohne Nachteil für die Studierenden ausgleichen kann. So kann es passieren, dass man an einem Tag Salat vorbereitet und am nächsten Tag das Essen ausgibt. So sieht ungefähr unser Redaktionsplan aus. Kurz bevor die Tore öffnen, werfen wir nochmal einen Blick hinter die Theke.
Nach und nach werden die Auslagen von den Mitarbeitern der Mensa befüllt. Damit die im Untergeschoss angerichteten Salate auch heil ankommen, werden sie auf Rollwagen mit dem Fahrstuhl nach oben transportiert. In wenigen Minuten geht es los. Hier herrscht jetzt gewissermaßen die Ruhe vor dem Sturm. Zu guter Letzt verfolgen wir die Geschirrbänder. In diesem Raum am Ende des Bandes werden die letzten Essensreste von den Tellern entfernt. Diese laufen dann weiter in eine riesige, automatische Spülmaschine. Mithilfe eines starken Magneten wird das Besteck von den Tellern und Schüsseln getrennt. Aus diesem Grund gibt es übrigens bei der Geschirrrückgabe die vorgegebene Anordnung der Tabletts. Ja, das Tablett geht dann mit Teller und den Schälchen, die danach drauf sind, in den sogenannten Igel. Das heißt, es wird abgespült und automatisch auch getrennt. Also okay. Das Tablett wird von den Schalen und vom Teller getrennt und das Tablett dann in eine Extraspur, im Teller und Schälchen ebenfalls. Am Ende des Waschgangs laufen die Teller und die Tabletts automatisch in sogenannte Federwagen, in welchen sie direkt wieder hinter die Theke gebracht werden können. Zu guter Letzt gibt's noch einen Kaffee. Wir hoffen, euch hat dieser interessante Einblick hinter die Kulissen der Mensa gefallen und danken dem Studierendenwerk für die Führung.